Moin, was geht Leute und willkommen zum neuen Video heute auf dem Kanal mal wieder. Ja, wir sind heute unterwegs mal wieder in dem RS3. Das wird heute das letzte Video zum RS3. Aber wer sind wir? Ist schon der Stammgast hier auf dem Kanal. Mamino, der RS3-Partner. Was geht ab? Freut mich wieder, dass wir zusammen das Video machen. Ja. Wird, denke ich, nice. Ja. Hat auch noch relativ viele Videos zum RS3 gemacht, also auch 3 Stück. Und checkt das gerne ab, es ist verlinkt in der Videobeschreibung, auch im Titel. Gerne geht drauf und lasst ein Abo da, so wie hier. So Leute, wieder auf der Straße mit dem RS3 und das erste, was wir machen können, ist natürlich erstmal Gas geben. Er ist schon warm. Oh. Also, ich bin ja auch gerade wieder den i30 mal kurz gefahren und ich muss sagen, dieser Power-Unterschied ist sowas von krass. Also wie der hier nach vorne geht, ist wirklich der Wahnsinn. 400 PS, 500 Newtonmeter, das zieht sowas von nach vorne. Er bleibt doch wirklich am Drehzahlbegrenzer. Ja. Da war ein Manuellmodus dann hier geradeaus, genau. Das ist auch geil, dass er nicht manuell, dass er nicht automatisch hochschaltet. Safe. Oh, hast du Turbo gehört? Ja. Ja, Turbo hört man beim Auto echt cool. Ja. Wie gesagt, nochmal eine kleine Ausfahrt jetzt zum Schluss von der RS3 Serie, wenn man so sagen kann. Alter. Oh, der fährt mir vor. Was soll denn das? Mann! Der Audi-Fahrer. Echt so, scheiß Audi-Fahrer. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist in diesem Performance-Modus, der schaltet quasi gar nicht hoch und der hat halt auch Zwischengas. Also das ist wirklich ein ernstzunehmender Modus, aber für den Alltag wirklich nicht brauchbar. Das ist echt too much. Ich meine, ich mache es jetzt hier wegen Video und noch mal ein bisschen Spaß haben, ne? Weil wir ihn ja nicht so lange fahren, den RS3. Aber wenn ihr den so habt, euer Auto ist und dann im Performance-Modus durch die Stadt fahrt, das ist ein bisschen too much, ne? Vor allem, wenn du zum Beispiel durch eine 30er-Zone fährst, der wird nicht, also... Ach du Scheiße! Ey, das geht so schnell, ne? Der klebt wie auf Schienen, ne? Ja. Du bleibst auf dem Gas, gehst in eine Kurve rein, da bricht nichts aus. Nee. Du sagst, okay, du willst in eine Kurve, okay, dann gehen wir in die Kurve. So. Das ist wirklich crazy. Total, also ich muss, das haben wir jetzt hier rechts, ja. Das haben Marvin und ich auch gestern nochmal so off-Kamera nochmal selber geredet. Wir beide finden, dass das eigentlich sogar fast das sicherste Auto zum Schnellfahren ist. Eins der sichersten. Also ich würde sagen, wenn man sich unter Kontrolle hat, könnte das auch ein Fahranfänger fahren. Nee, genau. Und vor allem, wenn du zum Beispiel jetzt auf einer Landstraße bist, wo du 100 fahren darfst, und du willst schnell fahren, dann ist das, glaube ich, wirklich eins auf jeden Fall der sichersten Autos zum schnell auf einer Landstraße fahren. Ja, also genau. Durch die Kurven und so ist es safe. Ja. Du weißt, dass der dich sozusagen rettet. Ja. Quasi, oder du halt nicht wirklich in Gefahr kommst, weil es so sicher ist. Und dafür steht ja auch irgendwo Audi, ne? Safe. So RS ist ja kein M oder so. Genau. Außer du haust hier den Drift-Modus rein, dann wird es ein bisschen kritisch. Da geht er schon den ersten. Also, komm, komm! Der will da, der will richtig. Gib Gas, Junge. Der stiftet einen richtig dazu an. Ja, das ist schon wirklich Power ohne Ende hat man hier. Safe. Aber es halt auch wieder cool ist, dass es halt nicht einfach so ein, okay, sofort dreht, bisschen dreht er, sofort Power, sondern du musst ihn schon ausdrehen, um halt die volle Leistung zu bekommen. Also ja, man muss man. Ja, am Anfang hat man ein Turboloch, das stimmt. Ja. Aber es ist ja auch irgendwo emotional, genau, gell? Ist ja auch nice, und deswegen kaufst du ja auch 15. Auch schöner GTI hier rechts. Ja, TCR, links, bro. Sogar. TCR, ja, kann sein. Bin ich noch nie gefahren. Ich finde, der 7er sieht auch so gut aus, gell? Schon clean. Nichts dagegen. Nee. Okay, wenn man hochschaltet, knallt er ein bisschen, aber hey, Soundthema haben wir schon alles durch. Ja, Sound. Ja, ich schalte jetzt auch mal manuell hier durch. Das Turbo zwischen, hast du gehört? Krass, ja. Also das Turbo-Geräusch gleicht zumindest so ein bisschen den fehlenden Auspuff-Sound auf jeden Fall aus. Ja, das ist eigentlich schon oft da, muss man sagen. Ja, ist wirklich oft da. Schweren kann man sich da eher weniger. Oh, Alter, was? Oha. Das Turbo-Geräusch war crazy. Alter, da musst du gleich eigentlich nochmal zurückspulen und das nochmal
ausblenden. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war ja übelst laut gerade. Ja, gell? Oha. Brich zu. Geil. Krass, Alter. Mit der braunen Neckar. Schön hässlich. Ja. Kannst mal reinspringen. Danach auch, glaube ich, dreckiger als davor. Glaube ich auch. Sollen wir mal vielleicht ein kurzes Fazit machen? Ja. Würdest du das Auto kaufen? Nee. Ich würde es nicht kaufen, weil es mir ehrlich gesagt einfach zu teuer ist. Ja. Also, ich würde mir ein RS3 kaufen, grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Aber dann auf jeden Fall einen gebrauchten und eher das Vorgängermodell, würde ich sagen. Weil der fährt sich viel besser, keine Frage. Mhm. Der ist viel krasser, was Performance angeht, als der alte. Aber ich glaube, der alte ist doch einfach ein bisschen emotionaler. Der alte, der hat dir beim Schalten so einen kleinen Ruck gegeben auf Dynamic. Das macht der hier gar nicht. Der alte hatte viel mehr Sound, egal ob mit OPF oder nicht. Und ich würde mir einen alten grundsätzlich gebraucht kaufen. Ist ja auch viel, viel billiger, sparst dir viel mehr Geld. So, ja. Kannst dann tuningmäßig was machen. Aber den jetzt kaufen würde ich nicht. Da kann ich dir zustimmen. Also hast quasi genau meine Meinung da oder die Meinung, die wir beide dann teilen, so gesagt. Was wir jetzt so gesehen haben am neuen, ich finde auch, es ist ein tolles Auto. Die Fahrperformance, Dynamik ist wirklich unfassbar. Der geht nach vorne, das ist richtig krass. Aber der Preis. Und sowieso in Kurven, ja. Weil wirklich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn du in der Kurve bist, du kannst schon so früh raus beschleunigen. Also wirklich ein richtig super Auto. Aber für den Preis, ja, wenn du ihn bei Audi kaufst oder auch bei Mobile, ich habe mal geguckt, 65.000, 75.000 Euro so in der Range ist das ja ein neuer. Oder mit ganz wenig Kilometern. Das ist eigentlich too much, weil es ist zwar viel Technik drin, aber der Sound und so, das ist dann doch ein bisschen zu viel Geld. Es bleibt halt auch einfach von der Basis noch irgendwo. Wo ein A3, genau. Aber ich würde es auch so machen. Ein RS3 an sich ist ein verdammt geiles Auto. Ich würde ihn mir auch als gebrauchten, als alten holen. Also ja, weil da der Sound auch nochmal deutlich geiler ist. Und da kannst du auch nochmal viel mehr mitmachen. Aber das ist halt geil. Ja, oder du bekommst halt für den irgendwie ein gutes Leasing-Angebot oder so. Ja. Dann ist natürlich auch auf jeden Fall geil. Ja. Ich würde dann einfach den Preis nicht unbedingt bezahlen, weil ich mir halt für den Preis lieber was anderes holen würde. Bin ich bei dir. Aber das Auto an sich ist ja trotzdem geil, das ist ja keine Frage. Nee, das Auto ist super. Nur halt der alte, weil der alte zwar schlechter ist, aber nicht so viel schlechter, dass du jetzt diese 30.000, die der hier mehr kostet, bezahlst. Und beim alten Abgasanlage ohne OPF, Alter, das scheppert dich ja komplett weg. Alter. Aber was der halt gut kann, ist. Aber man muss halt auch irgendwie doch sagen, also er fühlt sich, ich bin ja den alten gefahren, er fühlt sich schon, also der mit 400 PS, der 8V, der hier fühlt sich schon schneller an. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Der fühlt sich schneller an, obwohl er ja auch auf Papier 400 PS hat und 20 Newtonmeter mehr. Hä? Digga, was denn? Hast du gerade gesehen? Beim BMW, da bist du gleich ran. So, der BMW hat einfach gerade während dem Fahren, der Fahrrad einfach so seine Tür so auf. Echt? Habe ich nicht gesehen. Oder muss raus. Ob du deine Kurve Gas geben kannst. Ey, ist schon sehr spaßig. Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt trotz fehlendem Sound sehr emotional für mich. Ja, es ist echt. Also, es fehlendes. Man hört zwar noch 5-Zylinder, aber Soundthematik haben wir jetzt echt schon durch. Ja. Hast du dich mit dem Lenkrad so ein bisschen abgefunden oder immer noch? Es ist, man gewöhnt sich dran, aber ich finde trotzdem das andere noch besser. Ja. So. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen slow machen. Jetzt bin ich auch mal über die 100 Grad Öl gekommen. Nee, bist du nicht. Das sieht nur so aus, ja. So Leute, das war's jetzt zum RS3. Ich hoffe, euch haben die insgesamt 6 Videos gefallen. Also 3 von mir, 3 von Amino. Checkt das auch gerne aus. Ja, war wirklich cool, das Auto mal zu fahren. Und konnte man sich gut eine Meinung bilden. Ist wirklich ein klasse Auto, wie gesagt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Video. Und ja, haut rein, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt den wirklich gerne mal, den RS3, weil der macht wirklich Spaß. Wenn ihr nicht dann kaufen müsst, um ihn zu fahren. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag und ciao. Ciao.